Hallo und herzlich willkommen zu Mattings Warentest. Ich habe mir jetzt eine Katze zugelegt, allerdings kein echtes Tier, auch wenn es hier Luftlöcher hat, sondern ein elektronisches, ein virtuelles. Das Ganze funktioniert mit einer kleinen Kamera, nach dem ich sehe was, was du nicht siehst, Prinzip. Solche sogenannten Augmented Reality Games wollen wir heute ausprobieren. Einmal auf der PlayStation 3 hier im Keller und zum anderen draußen mit der PSP. Ja, es ist ganz schön anstrengend, so ein virtuelles Haustier auf die Welt zu bringen. Das Problem ist ein bisschen auch, dass vielleicht die Beleuchtung hier nicht optimal ist, denn die Kamera, die zu dem System gehört, muss ja immer die Umgebung aufnehmen und auch das, was man gerade mit den Händen so tut. Und diese Bewegung erkennt das System und überträgt es in die virtuelle Grafik. Als Videospielkonzept ist es nicht absolut neu. Nur die Art und Weise der Umsetzung hier mit der Kamera und Augmented Reality, die ist tatsächlich neu und auch interessant. Eine Art Augmented Reality zum Mitnehmen ist das Spiel Invisibles auf der PSP von Sony. Das funktioniert ebenfalls mit einer Kamera, die steckt man hier vorne mit an. Das Spielprinzip, es gibt so eine Reihe virtueller Kreaturen, die man dann später in den Kampf gegen andere schicken kann. Allerdings das Besondere ist, wo man diese Kreaturen herkriegt, nämlich die leben einfach um uns herum. Können sich in Möbeln verstecken, in der Natur, und Aufgabe des Spielers ist es, sie mit Hilfe der Kamera und einer Falle einzufangen. Ja, die Fangtechniken der einzelnen Invisibles, die werden auch vom Programm immer vorgegeben, sind durchaus unterschiedlich. Unterschiedlich ist auch, an welchen Orten man die Invisibles finden kann. Mal braucht man eine blaue Fläche, dann was Weißes. Das führt auch dazu, dass man durchaus unterwegs sein muss und sich auch mal in ein anderes Zimmer oder gar nach draußen begeben muss. Die Augmented Reality Games sind auf jeden Fall sehr effektvoll. Dadurch, dass sie die Wirklichkeit ein bisschen mit ins Spiel integrieren, sorgt es einerseits für Aufsehen bei allen, die einen dabei beobachten. Andererseits geben sie doch bekannten Spielprinzipien eine andere Ebene, eine etwas größere Tiefe. Insofern bin ich gespannt, was die Hersteller sich noch alles einfallen lassen.